Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Schmid. Ich wurde ganz kurz ja schon vorgestellt. Ich erzähle heute ein bisschen was über künstliche Intelligenz und E-Rechnungen, wie wir glauben, genau diese Kombination einen massiven Einfluss auf die Zukunft der Verarbeitung im Rechnungswesen, Verarbeitung von Dokumenten, Veränderung von Prozessen, was alles dort passieren wird. Wie komme ich auch zu dem Thema? Ein ganz kurzer Einblick, wo wir eigentlich grundsätzlich herkommen. Die Avaneo, wir haben sie gegründet 2014. Es war ein Kollege von mir und ich zusammen. Wir haben von Anfang an uns mit den Themen Finanzprozessautomatisierung beschäftigt, sind über die nächsten Jahre sehr stark gewachsen, haben heute Niederlassungen in den USA und Polen und haben uns dann so ungefähr 2019 bereits mit einem Thema beschäftigt, wie sieht eigentlich die Zukunft aus, was wird eigentlich einen massiven Einfluss in den nächsten Jahren auf die Verarbeitung von Dokumenten im Rechnungswesen haben. Und wir sind dort sehr, sehr früh dann in das Thema künstliche Intelligenz eingestiegen, haben dort angefangen, Produkte zu entwickeln, Lösungen bereitzustellen und haben dann über die Jahre hinweg die Lösung bereits auch ausgerollt. Wir haben heute viele Firmen, die die Lösung bereits einsetzen. Aber auch jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Thema E-Rechnung dieses Jahr auch schon oder im letzten Jahr schon begonnen, eine Lösung zu entwickeln, die elektronische Rechnungen annimmt und quasi diesen letzten Meter nimmt und da die Dokumente in ihr ERP-System, in ein vorhandenes Rechnungswesensystem bereits einzuspielen. Warum kamen wir auf das Thema? Ich sagte bereits, wir sind seit vielen Jahren auch mit dem Thema Optimierung, Finanzprozessoptimierung unterwegs. Wir unterhalten uns ständig mit unseren Kunden, haben dann natürlich festgestellt, dass immer wieder dieselben Anforderungen auch kommen. Gesetzliche Themen, wir sehen, dass das E-Rechnungsthema Pflicht. Wir haben einen steigenden Kostendruck, gerade in den letzten Jahren ist das mehr und mehr an uns herangetragen worden, zu sagen, wir müssen die Kosten senken, wir müssen die manuelle Arbeit reduzieren, wie bekommen wir sowas hin? Aber natürlich auch ein ganz großes Thema Ressourcenmangel. Das ist eines meiner ganz großen Themen aktuell. Wir wissen, dass wir jetzt, was wir jetzt haben, eigentlich erst der Beginn ist von einem ganz großen Problem, das in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Bis 2032, 2034 geht die Babyboomer-Generation in Rente. Das bedeutet, 30% der Ressourcen fallen bis dorthin aus dem Arbeitsmarkt raus. Und bis da gibt es auch heute keinen adäquaten Ersatz. Das heißt, alles, was wir heute sehen, ist erst der Anfang von dem großen Problem, das auf uns zurollt. Parallel, da kommt dann dazu, dass man einfach auch sieht, durch diesen Ressourcenmangel, durch auch größere Fluktuationen in Unternehmen, dass wir Know-how auch immer wieder verlieren. Das wandert ab, wird nicht ersetzt. Das heißt, wir müssen auch da reagieren und haben dann aber auf der anderen Seite natürlich die Herausforderungen, dass wir ständig eine steigende Anzahl von Aufgaben auf uns zukommen. Das kommt mit solchen gesetzlichen Anforderungen zusammen. Wir sehen das an internen Anforderungen. Und gleichzeitig mit dieser steigenden Anzahl an Aufgaben steigt gleichzeitig auch die Komplexität der ganzen Themen. Das heißt, viele unserer Kunden sind heute alle so an dem gleichen Punkt. Sie haben im Laufe der letzten 10, 20 Jahre zentrales Rechnungssystem eingeführt. Sie haben Dokumente aus verschiedenen Quellen verarbeitet, Papierrechnungen über OCR eingespielt, PDF-Dokumente, E-Rechnungen. Viele haben heute bereits elektronische Workflows im Einsatz. Dokumente werden elektronisch an Freigeber verschickt. Sie werden an Leute verschickt zur Prüfung, Preisprobleme, Mengenprobleme. Das kennt man heute alles. Und in vielen Bereichen sind auch schon einfache Automatisierungen vorhanden. Das heißt so regelbasierte Verarbeitungen, der ganz berühmte Three-Way-Match, den wir alle kennen. All das ist vielleicht heute schon implementiert. Und viele kommen jetzt her und sagen, wo gehen wir jetzt hin? Was sind die nächsten Schritte? Ich habe mich gestern gerade an unserem Stand mit jemandem unterhalten, der sagt, wir haben jetzt aktuell so einen Automatisierungsgrad von ungefähr 30%. Und wir kommen jetzt mit den vorhandenen Tools nicht mehr wirklich weiter. Also wir verbessern uns nicht mehr. Wir haben über die letzten Jahre es immer geschafft, weitere Automatisierungen scharf zu schalten, regelbasierte Verbesserungen vorzunehmen. Wir sind jetzt aber am Punkt, dass wir nicht mehr wissen, wie gehen wir den nächsten Schritt an. Und das war auch das, was wir eben vor 4, 5 Jahren schon gesehen haben. Was kommt eigentlich als nächstes? Und für uns war dann die logische Konsequenz, Blick in die Zukunft, wir beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass
eigentlich die Basis, die wir im Rechnungswesen haben, perfekt ist für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Wir haben sehr große Datenmengen, über Jahre hinweg angesammelt, Rechnungen mit all ihren Daten. Wir haben sehr strukturierte Daten vorliegen. Das heißt, wir haben immer den gleichen Datensatz, mehr oder weniger, der verarbeitet und gebucht wird. Wir haben validierte Daten, bis eine Rechnung wirklich verbucht und am Schluss auch bezahlt wird, durchläuft sie mehrere Prüfungen. Wir haben parallel dazu feste Arbeitsabläufe, vordefinierte Prozesse, wir haben gesetzliche und interne Regelungen und all das schafft eigentlich eine perfekte Basis, um damit eine künstliche Intelligenz zu füttern. Das führt dazu, dass wir genau mit diesen Daten dann Mustererkennung betreiben, das heißt, all die Daten laufen in die KI erkennt da drin Muster, typische Steuerkennzeichen, Sachkonten, Bearbeiter und so weiter und so fort. Wie läuft das für bestimmte Dokumente ab? Wir können darin auch Prozessanalysen ableiten. Das heißt, die KI lernt auch von sich aus zu identifizieren, wie laufen Prozesse heute schon ab, adaptiert die und schafft es dann, autonome Problemlösungen bereitzustellen. Das heißt, unabhängig von manuellem Input, von sich aus Entscheidungen zu treffen, Vorhersagen zu treffen, um wirklich als Vorteil und eben auch als Ergebnis aus diesem ganzen Prozess eine deutliche Automatisierung zu erreichen. Entschuldigung. Also damit können wir automatisieren, wir können damit aber auch deutlich mehr machen als nur das. Wir können User unterstützen, zusammenarbeiten, wir können Prüfungen machen und damit eben auch eine Reduzierung des Aufwands und eine deutliche Prozessevaluierung starten, um zu sehen, haben wir denn irgendwo Ausreißer in all unseren Prozessen, in all unseren Buchungen. Das führt dazu, dass wir uns eben gedacht haben, was neben dem großen Thema Automatisierung, das vielleicht sicherlich das am meisten diskutierte und vielleicht auch das wichtigste Thema ist, wie kann ich Daten oder Dokumente prüfen, vervollständigen, wie kann ich sie automatisch zuordnen, diese ganzen Themen, Kontierungen und so weiter. Und wie schaffe ich das, die automatischen Workflows zu schicken und eine Verarbeitung de facto komplett im Hintergrund zu haben. Sicherlich das wichtigste Thema, nichtsdestotrotz hilft es natürlich. Genau dazu kann man eine KI auch einsetzen, Zusammenarbeit. Zusammenarbeit Hand in Hand mit der KI. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Bearbeiter manuell eingreift in Prozesse, wenn er Daten selektiert, wenn er Prüfungen macht, unterstützt ihn die KI. Sie bereitet Vorschläge vor. Sie macht schon Vorschläge, wie können bestimmte Bearbeiter gefunden werden. All das kann dazu, oder führt dazu, dass wir eben den Bearbeiter dazu führen, die richtige Entscheidung für die aktuelle Aufgabe zu treffen. Und damit führen wir natürlich auch eine deutliche Prozessbeschleunigung und eine Fehlerreduzierung, oder das erreichen wir damit. Das nächste große Thema in diesem Zusammenhang ist natürlich intelligente Prüfungen. Also wie schaffen wir es, dass wir während dieser Komplettverarbeitung bei der Automatisierung, bei manuellen Eingriffen auch noch Prüfungen etablieren, die dazu führen, dass wir Anomalien erkennen, sobald jemand hier einen Input macht, ist das eine Abweichung von dem, was wir kennen, dass wir Lieferantenverhalten analysieren können, also wir gehen dann hin und sagen, weicht das, was wir von dem Lieferanten bekommen, eigentlich von dem ab, was wir eigentlich sonst kennen, um auch hier schon Anomalien zu identifizieren und damit eigentlich über den ganzen Prozess hin schaffen, falsche Buchungen, fehlerhafte Eingaben von vornherein auszuschließen, die nicht erst im Nachhinein zu finden, sondern möglichst schon bevor sie passieren, rechtzeitig eingreifen zu können. Die drei Punkte, die passieren alle, also die Automatisierung, die Zusammenarbeit, die passieren alle in Echtzeit. Im Nachhinein gibt uns die KI natürlich auch noch die Möglichkeit der Analyse. Das heißt, wir gehen im Nachhinein hin, blicken auf alle Vorgänge, auf alle Dokumente, auf alle Daten und versuchen zu identifizieren, was haben wir eigentlich als Ergebnis erwartet und was hat tatsächlich stattgefunden. Um damit einfach Bewertungen machen zu können, Ausreißer zu identifizieren, die sogenannte Nadel im Heuhaufen zu finden und das eben nicht nur, wie man das heute kennt, als manuelle Prüfung und nur einen bestimmten Prozentsatz der Dokumente
selektiere und prüfe, sondern mit der KI prüfen wir jede Dateneingabe, wir prüfen jedes Dokument, wir prüfen jeden Prozess. Und damit sind wir natürlich in der Lage, deutlich genauer zu prüfen und können auch gewisse Trends erkennen. Diese Trends können wir wiederum nutzen, um die KI zu verbessern. Im Hintergrund lernt die KI damit, werde ich an bestimmten Stellen besser, werde ich schlechter und wenn ja, warum? Und kann dann quasi damit auch wieder gegensteuern. Ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Das ist jetzt zum Beispiel für diese Zusammenarbeit. Das sind ein paar Screenshots aus SAP-System. Das kennen viele wahrscheinlich. Wenn ich in SAP, also im SAP eine Kostenstelle suche und in SAP mir den Vorschlag machen lasse, dann bekomme ich alle vorhandenen Kostenstellen. Können unter Umständen ein paar hundert, ein paar tausend sein. Der Sachbearbeiter muss dann aus dieser langen Liste die richtige Kostenstelle zusammensuchen. Wenn wir die KI nehmen, um den Bearbeiter zu unterstützen, bekommt er von der KI, wie wir hier sehen, einen Vorschlag, wo wir bereits mit einer gewissen Sicherheit hier von 94% sagen können, diese Kombination aus dem Sachkunde und der Kostenstelle ist sehr wahrscheinlich die richtige Auswahl für dich. Das heißt, die Selektion, die Arbeiten, die da auf den Bearbeiter zukommen, werden zum einen reduziert und zum anderen aber bereits durch die Unterstützung helfen wir ihm, die richtige Entscheidung in dem Moment zu treffen. Dasselbe wie unten, dort sehen wir, wie das aussieht, wenn wir einen Workflow starten. Dort werden eben auch bestimmte Bearbeiter ausgesucht und die werden auch zum Vorschlag gebracht. Damit sind wir natürlich in der Lage, so Prozesse deutlich nochmal zu verbessern. Wir sehen das auch zum Beispiel aus den Screenshots von der Lösung, wie das aussieht, wenn wir im System Prüfungen in Echtzeit durchführen. Das heißt, wir gehen hin, machen zum Beispiel Anomalieerkennungen, gehen hin, wenn ein Bearbeiter ein Sachkonto einträgt, sagen, das weicht eigentlich von dem ab, was wir erwartet haben, bist du sicher, vielleicht prüfst du das einfach nochmal. Wir gehen hin und sagen, prüf auf Duplikate. Also habe ich Dokumente im System, die ähnlich sind, nicht nur gleich. In SAP kennt man, wenn ich ein Dokument habe, das dieselben Werte hat, dann wird ein Duplikat angezeigt. Wir zeigen aber auch Dokumente an, die ähnlich sind. Ähnlicher Betrag von einem ähnlichen Lieferanten, ähnliches Datum und so weiter. Wir gehen hin, prüfen Dokumente, zum Beispiel erwarten wir von dem Lieferanten in dem Kontext eine Bestellung, einen Wareneingang. Wenn der nicht auf der Rechnung vorhanden ist, muss der Bearbeiter hingehen, diese Bestellung, Wareneingang manuell suchen. Wenn er sie nicht findet, muss er das Dokument ablehnen und schickt es zurück an den Lieferanten. Was wir machen ist, wir versuchen die Bestellung, den Wareneingang zu identifizieren, automatisch zuzuordnen. Wenn wir das nicht können, weil wir nichts Geeignetes finden, kann die KI auch automatisch so eine Bestellung nehmen, ablehnen, den Lieferanten kontaktieren, Dokument ist komplett automatisch verarbeitet. Ich habe eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Das heißt, wenn wir all diese Punkte kombinieren, sehen wir heute, dass wir mit der KI die Buchhaltung rasant verändern. Wir sehen Transformationen statt, Prozesse ändern sich, wie Dokumente verbucht werden, wie Prozesse ablaufen. Das ändert sich massiv, weil sich durch den Einsatz der KI einfach auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, verändert. Wir sehen deutlichen Anstieg an Automatisierung und wir sehen auch parallel dazu, dass sich die Rolle der Buchhalter ändert. Weg von dem manuellen Datenerfassen, weg von dem Prüfen, weg von alles selber machen, hin zu überwache das System. Läuft das System? Macht es alles richtig? Passieren genau die richtigen Dinge zum rechten Augenblick? Und nur da einzugreifen, wo von der KI nochmal ein Input gefordert wird, weil vielleicht eine manuelle Freigabe erfordert wird oder weil auch die KI nicht mit genügender Sicherheit sagen kann, ob die oder die Entscheidung die richtige ist. Parallel dazu steigt dadurch natürlich Effizienz und Genauigkeit und wir erreichen natürlich deutlich mehr Analyse- und Prognosemöglichkeiten, indem wir einfach alle Dokumente zur Verfügung haben, die von der KI verarbeitet werden, die uns sagen kann, wie ist denn eigentlich der grundsätzliche Prozessablauf im System. Zusätzlich sind wir natürlich sehr flexibel mit so einem System. Wenn wir im Dezember deutlich mehr Belege verbuchen als im August, ist es so eine Frage, wie skaliere ich die KI hoch oder runter? Und damit können wir auch Spitzen ohne große Probleme abfangen. Und großer Vorteil von dem System ist einfach, wir sind lernfähig. Das heißt, die KI passt sich an. Wenn sich Prozesse ändern,
wenn plötzlich jemand eine andere Kostenstelle übernimmt, das lernt die KI mit und passt sich an und schlägt dann automatisch die richtigen Empfänger nach ein paar Versuchen wieder vor. All das bekommt man aber nicht umsonst. Da gibt es bestimmte sicherlich Voraussetzungen, die man erreichen muss, Erfolgskriterien für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Und das ist natürlich zum einen die Datenbasis. Und hier fängt sich so langsam der Kreis zu schließen an. Bis jetzt habe ich über die KI geredet, jetzt bewegen wir uns so langsam in das Thema E-Rechnung rein, weil für die KI brauchen wir Daten. Wir brauchen viele Daten, wir brauchen detaillierte Daten und wir brauchen auch die qualitativ hochwertige Daten. Das ist alles das, was wir dann, das werden wir gleich im nächsten Schritt sehen, mit einer E-Rechnung natürlich bekommen. Wir erreichen heute schon sehr, sehr gute Ergebnisse auf Papier- und PDF-basierten Dokumenten. Auch damit sind wir mit der KI in der Lage, schon sehr, sehr gute Vorhersagen zu treffen. Aber wir bekommen eben nicht alles. Wenn wir heute uns eine OCR angucken, die vorgeschaltet ist, was bekommen wir heute? 10 Felder, 12 Felder, irgend sowas, standardmäßig gelesen und ins System übertragen. Da steht aber sehr viel mehr Information drauf. Da gibt es Texte, da gibt es Positionen, all das wird häufig gar nicht gelesen. Und das bekommen wir in Zukunft alles. Und das ist natürlich ein Erfolgsgarant, um noch besser mit einer KI arbeiten zu können. Parallel dazu ist natürlich dann auch aus technischer Sicht die Entwicklung der Modelle notwendig. Und dort bedarf es sicherlich auf der einen Seite technisches Know-how, Entwickler, die das können, aber auch betriebswirtschaftliches Know-how, dass man einschätzt, wie laufen Prozesse eigentlich, wie kann ich mein Modell trainieren, dass ich den Prozess, der heute da ist, bestmöglich unterstütze und eben optimiere. Und was auch ein wichtiges Thema heute ist, was immer wichtiger ist, was wir auch in Gesprächen mit Kunden immer vorfinden, ist, Ergebnisse zu liefern, ist erst der erste Schritt. Ganz wichtig ist auch, für eine Transparenz zu sorgen. Das heißt, warum wurde denn eigentlich ein bestimmter Wert vorgeschlagen? KI ist heute ein sehr häufig ein schwarzes Loch. Ich werfe was rein und ich bekomme eine Antwort, 42. Warum, weiß niemand. Und das ist sicherlich ein Thema, das wir auch immer wieder diskutieren. Wie sieht das aus, wenn wir interne Audits haben? Wie kann ich nachweisen, warum hat er jetzt diese Kostenstelle vorgeschlagen? Also Transparenz ist ein wichtiges Thema. Und es ist wichtig, die Qualität der Entscheidungen, der Vorschläge entsprechend nach oben zu treiben. Nur wenn wir Sicherheiten von weit über 90% erreichen, sind wir in der Lage, automatisch Prozesse zu starten, automatisch zu buchen. Das heißt, auch diese Qualität ist notwendig, ist wichtig. Und dann das Thema, ein Nebeneffekt davon, was viele vielleicht auch schon gehört haben, Halluzinationen. Das heißt, manchmal liefert die KI einfach nicht passende Werte zurück. Weiß man nicht so ganz genau, warum. Und die müssen aus der Gesamtanzahl extrahiert und verworfen werden. Und dann spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass wir eine sehr tiefe Integration bekommen, eine sehr tiefe Integration in die ERP-Systeme, in SAP, Sage, Oracle, was immer es am Markt gibt. Und dann auch noch in die dortigen Rechnungslösungen. Denn erst in der Zusammenarbeit können wir natürlich eine optimale Zusammenarbeit garantieren. Und ich habe es vorhin schon gesagt, genau diese Vorteile, all das, was wir eigentlich brauchen, was Daten betrifft, bekommen wir in Zukunft mit der E-Rechnung geliefert. Wir haben eine hohe Datenqualität, wir haben sehr vereinfachte Prüfungen damit, weil wir genau wissen, wo sich die Daten befinden. Wir haben sehr viel weniger Unklarheiten. Es ist ziemlich klar, was ein Rechnungsdatum, Liefer- und Bestelldatum ist. Das ist häufig auf einem PDF oder einem Papierdokument nicht so klar. Wir haben dadurch eine deutliche Reduzierung des Aufwands, weil wir einfach wissen, wir müssen nicht einen Bruttobetrag irgendwo auf einer Papierrechnung finden, sondern wir wissen, wo das steht. Parallel dazu bekommen wir auch deutlich mehr Daten. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Mehr Details, Kopfdaten, Positionsdaten, sehr viele Texte, Zahlungsbedingungen, Adressen und so weiter und so fort. Und all das brauchen wir auf der anderen Seite genau für die KI. Das bedeutet das für uns, je schneller wir die E-Rechnung einführen, desto besser wird das. Und wir sehen das auch, wenn wir uns einfach jetzt mal ganz kurz so einen Anblick anschauen, was passiert alles in E-Rechnungen, wenn wir einen Ausblick machen. Wir sind auf dem Weg dorthin, Deutschland kommt, Italien ist auf dem Weg, Rumänien,
Polen, Spanien und so weiter. Wir haben diese E-Rechnung und das kommt auch in den nächsten Jahren in Europa. Und deswegen als Lösung ein integrierter Ansatz, ein einziger Eingangskanal, der alle Dokumente entgegennimmt. Das kann sein Papier, das kann E-Mail, ein Service Provider, ein PEPPOL, was auch immer sein. Diese Dokumente, alles was eingeht, zu validieren, visualisieren und möglichst mit einer KI integriert anbieten zu können, sodass ich quasi, sobald ich dann in das ERP-System komme, eigentlich schon so weit vorbereitete Dokumente habe, eine automatische Verbuchung ermöglichen zu können. Und jetzt noch zum kurz als Fazit aus unserer Sicht. Wir sehen, dass wir momentan mit der KI wirklich die Buchhaltung revolutionieren. Die Art und Weise, wie wir Daten finden, wie wir Daten verstehen, wie wir Entscheidungen treffen, verändert sich aktuell massiv. Wir sehen, wie wir deutlich höhere Automatisierungsraten erreichen und natürlich auch mit neuen Ansätzen, Gott sei Dank durch die KI heute auch, immer wieder neue Möglichkeiten finden, weiter Automatisierung voranzutreiben. Parallel dazu sehen wir, die E-Rechnungspflicht kommt. Wir brauchen mindestens europaweit eigentlich eine weltweite Betrachtung von dem, was auf uns zukommt. Neue funktionale Anforderungen, technische Anforderungen, all das kommt auf uns zu. Und damit natürlich auch haben wir jetzt die Gelegenheit, aus einer Kombination KI und E-Rechnung genau das zu erreichen, was ich am Anfang gesagt habe, deutlich nach oben getriebene Automatisierungen, bessere Datenanalysen, bessere Vorhersagen. Und damit bin ich eigentlich schon durch. Vielen Dank, dass Sie sich das angehört haben. Ich hoffe, es war einigermaßen übersichtlich und verständlich. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich bereit. Sie können uns gerne auch am Stand noch besuchen. Vielen Dank.